Schönen guten Morgen. Manchmal erreicht man einfach irgendwie so den Punkt, wo man sagt, jetzt geht gar nichts mehr. Zu viel zu tun, war sehr viel um die Ohren die letzte Zeit. Deswegen habe ich mir gedacht, ich muss jetzt raus und ich kann vor allem den Schnee da draußen nicht mehr sehen. Ich habe keinen Bock mehr. Ich mache eine kurze Auszeit. Ich habe mir vorgestern so ein mega spontanen, wie sagt man da, Last-Minute-Flug rausgelassen. Und jetzt geht's für mich heute ab in die Sonne. Euch nehme ich natürlich mit, aber ich werde keinen Laptop mitnehmen, schneiden tue ich das Ganze hinterher. Ja, ciao, wir sehen uns dort. Moin Moin YouTube. So, geschafft. Wir sind am Ziel angekommen. Ich habe jetzt gerade noch ein halbes Stündchen im Hotel gepennt und jetzt werde ich mich mal ganz kurz runter an den Strand machen und schauen, was man da so filmen kann. Direkt nach der Ankunft war ich schon beim Einkaufen, habe mir so einen 5 Liter Bottich Wasser besorgt, weil ich mir immer nicht ganz sicher bin, ob man in den Hotels das Wasser zum Zähneputzen und so weiter hernehmen soll oder nicht. Ich weiß nicht, wie empfindlich ich da reagiere und ich habe auch keine Lust, dass ich es rausfinde. In Deutschland war es ja heute noch so richtig verschneit und ich hatte die Schnauze jetzt einfach voll. Ja, bin dann eben heute früh in den Flieger gestiegen und heute Mittag hier auf der Insel gelandet. Gut, machen wir es mal auf den Weg. Let's just do what you want to. Please don't be polite, 'cause I like your attitude. Let's forget about a curfew, 'cause all that is stuck in my head is me and you. Both speed and my heart is racing, but I'm not sure I wanna pace it, 'cause it only does this with you. Das Licht hier ist der absolute Hammer. Der Wind geht ein bisschen und das Meer ist ein ganz klein bisschen rau. Das Meer ist ein bisschen rau, was ein paar total geile Fotos und Videos macht. Aber ich weiß nicht, wie gut das Mikrofon das jetzt ganz das Ganze ein bisschen aufnehmen kann. Total geil sind hier diese Wunschsäulen. Ich habe auf irgendeiner Insel, hat mir mal jemand erzählt, dass wenn man einen Herzenswunsch hat, legt man einen Stein auf so eine Säule mit drauf. Und jetzt marschiere ich gerade hier runter und so viele habe ich noch nie gesehen. Guckt euch das mal an. War jetzt so cool, da kriegt man richtig Gänsehaut. Die zwei, die da gesungen haben und mit der Gitarre gespielt haben, ist voll geil gewesen. Die Lichtstimmung war super und es ist überall so ein ganz klein bisschen so ein, ich weiß nicht, ist es ein Nebel eigentlich, ist es eher so ein Dunst. Aber hat super ausgesehen, war echt geil. So, den ersten Acker habe ich gleich durchgelassen, aber die Sonne ist jetzt dann auch schon gleich untergegangen. Was mir auf jeden Fall auffällt, ist, es scheint hier, zumindest habe ich den ersten Eindruck hier, die Leute weit weniger zu interessieren, was man mit einer Kamera macht. Mich schaut hier keiner blöd beim Vloggen an, ich kann fotografieren, keiner zippert rum. Es nehmen die Leute sogar Rücksicht. Also wenn ich gerade irgendwo mit der Kamera hinleuchte, dass sie mir nicht ins Bild reinlaufen. Also richtig cool. Yeah,